und dann juckt es den nicht einmal. Geh mal auf die BF 109. Oh, haha. Krasse Scheiße. Hallo zu einem neuen Warthunder Tutorial. Wird es ein ziemlich kurzes Video, weil es geht um Head-On. Wie verhält man sich, wenn man im Flugzeug hockt und da kommt einer direkt auf einen zu? Wie macht man das? Möglichkeit 1. Man weicht komplett aus und versucht, den vielleicht in Turnfight vielleicht irgendwie auszutricksen, wenn man das richtige Flugzeug hat. Oder, wenn man im richtigen Flugzeug hockt oder der Gegner auch ein bisschen dumm ist, könnte man natürlich auch Möglichkeit 2 in Betracht ziehen und man versucht einen Head-On. Head-On heißt also, zwei Flugzeuge fliegen direkt aufeinander zu. Darum halt Head-On, heißt also aus dem Englischen frontal oder genau von vorn, wie man es halt gerne übersetzen möchte. Und wenn beide nichts tun würden, würden sie sich wahrscheinlich dann irgendwann mal treffen und sich einfach rammen. Und das passiert ja leider doch öfters als gewollt, weil man den Gegner natürlich unbedingt irgendwie abschießen möchte, weil man hockt jetzt im super tollen Flugzeug, hat vielleicht 24mm Kanonen, kann den Gegner vielleicht auch abschießen, man ist aber dann vielleicht selber schwer beschädigt oder das Wrack vom Gegner fliegt einfach in einen rein und das ist natürlich komplett unnötig. Und ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie man das denn einfach mal umgehen kann. Dann kommen wir mal zur Hauptaufgabe, nämlich das Schießen. Man fängt ungefähr bei 1,2 Kilometer Entfernung an zu schießen. Ich habe jetzt Waffenkonvergenzpunkt bei 400 Metern. Wenn ihr den bei 800 Meter habt, müsst ihr dann durch ein bisschen anders zielen. Aber ich setze das Fadenkreuz zwischen Gegnerflugzeug und Spielername. Eher Richtung Spielername nach oben. Und fange einfach mal mit Dauerfeuer an. Bei klemmanfälligen Waffen, wie zum Beispiel der unausgebauten 20mm M3-Variante der Amis, die zum Beispiel in der Bearcat sind, also in der F8F, sollte es dennoch ausreichen, weil man schießt, sagen wir mal, nur so 2-3 Sekunden, sollte also eigentlich genügen, auch wenn man zum Beispiel Waffen hat mit wenig Munition, in 2-3 Sekunden ist hoffentlich nicht das komplette Ding leer. Bei russischen Flugzeugen ist es natürlich wieder ein bisschen was anderes. Aber ich denke schon, dass das aushält. Was noch hilft, ist Crew ausbauen. Dann verklemmen die Waffen natürlich auch nicht so schnell, wenn man das den richtigen Skill auflevelt. Und dann kommen wir natürlich auch schon zu Punkt 2. Weil man möchte ja nicht in den Gegner reinfliegen. Heißt also, man muss ausweichen. Also, man muss ein Ausweichmanöver machen. Heißt also, wenn man den Gegner im Blick hat und man merkt, er fängt an zu schießen, dann ausweichen. Wie man ausweicht, zeige ich euch gleich. Oder bei spätestens 0,5 Kilometer abdrehen. War am besten schon bei 0,7 Kilometer anfangen, so mit einer leichten Barrel Roll, sage ich mal, nach unten auszuweichen. Also nach links oder rechts drehen und dann nach unten ziehen. Dass man also unter den Gegner dann durchdivet, sage ich einfach mal. Weil es kann natürlich sein, dass vielleicht beim Erstanflug das nicht funktioniert hat, der Gegner lebt noch und dann, je nachdem welches Flugzeug man hat, kann man ihn vielleicht im Turn abschießen, weil man ist ja schon in dieser Drehung drin, kann sich gleich hinter den Gegner setzen oder, weil man nicht das richtige Flugzeug hat, vielleicht im schweren Jäger oder so hockt, dann halt einfach weiterfliegen und die Energie nutzen. Einfach davon diven oder kommt halt auf die Situation drauf an, aber damit kommt man eigentlich mal ganz gut aus dieser Sache raus. Vielleicht beim Abdrehen noch so lange schießen, solange man das Flugzeug noch treffen könnte, weil beim Abdrehen könnte man vielleicht ja noch den Flügel erwischen. Ist mir schon öfters passiert, dass ich drauf halt, denke, oh, das wird nix, und im Abdrehen erwische ich noch den Flügel und Flugzeug zerstört. Also ich würde auch beim Abdrehen noch ein bisschen nachfeuern, sozusagen. Und dann gut, wenn dann das Fadenkreuz natürlich einen halben Kilometer über ein Flugzeug ist, also über einen Gegner, dann kann man natürlich aufhören und ein bisschen Munition sparen. Gut, dann fasse ich jetzt nochmal ganz schnell zusammen. Also bei 1,2 Kilometer Entfernung anfangen zu schießen. Ich habe jetzt den Waffenkonvergenzpunkt bei 400 Metern und ich setze das Fadenkreuz zwischen Gegnerflugzeug und Spielername. Bei 0,7 Kilometern anfangen abzudrehen. Oder wenn man merkt, oh, der Gegner hat die gleiche Taktik drauf, dann einfach abdrehen und je nach Situation natürlich turnen oder wegfliegen. Und das ist eigentlich auch schon alles. Das
geht eigentlich im Arcade und im Realismus. Ich habe jetzt leider keine Aufnahmen im Realismus gemacht, da ich in letzter Zeit eher ein bisschen öfters Arcade geflogen bin, aber es funktioniert auch im Realismus. Das geht wirklich auch im Realismus. Die Entfernung und so bleibt eigentlich gleich. Und Spielername ist auch im Realismus da. Man kann es also von der Entfernung her genauso wie im Arcade machen. Weil man fängt auch im Arcade eigentlich schon das Schießen an, bevor dieser Vorhaltepunkt auf einem angezeigt wird. Und wenn da einer eh auf einen direkt zufliegt, dann braucht man es eh nicht. Also ist eigentlich Schnucke, ob man jetzt im Arcade oder im Realismus fliegt. Einfach zwischen Flugzeug und Spielername. Ist natürlich wieder abhängig vom Waffenkonvergenzpunkt. Ich habe es wie gesagt auf 400 Metern und ist natürlich auch vom Flugzeug abhängig, weil jedes Flugzeug hat verschiedene Bewaffnungen, vielleicht einen Flügel oder Mitte. Ist ja eigentlich auch egal, man muss halt einfach ein bisschen rumprobieren. Also, in diesem Fall, Übung macht den Meister. Dann war es das auch schon mit dem kurzen Tutorial über Head-On, wie verhält man sich im Zweikampf. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Kommentar freuen. Über einen Daumen nach oben. Falls ihr irgendwelche Vorschläge habt für weitere War Thunder Tutorials, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich würde mich über Feedback freuen. Und dann sieht man sich hoffentlich auch wieder beim nächsten Video.